Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Und ich habe einen ganz besonderen Gast, Dr. Probst. Und er ist heute eingeschaltet aus Bolivien. Und wir werden ganz viele spannende Themen zum Thema Schwefel nochmal mit ihm durchnehmen. Und ich freue mich sehr darüber. Hallo, Herr Dr. Probst. Hallo Frau Glock, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Eine Frage jetzt direkt bei dem Thema Schwefel. Ja. Das hat ja so eine Bandbreite an Reaktionsmöglichkeiten, wo auf den Körper eben hingezielt werden. Jetzt würde ich natürlich, ich bin ja immer so der Fan von klassischen Beispielen oder Fallbeispielen. Wir haben natürlich hier ein hohes Entzündungsthema. Ja, gerade bei den Frauen hört man oft das Thema Hashimoto, Endometriose, in Folge auch Eierstockzysten oft. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen, dass ich mal mir da so ein Bild machen kann, und dann würde ich noch so ein paar andere Beispiele mit Ihnen durchgehen. Aber jetzt mal zum Starten. Ja, also Sie haben jetzt Hashimoto erwähnt. Vor allem, Sie haben ja eben auch schon gesagt, welche seelischen Hintergründe da sind. Also Hashimoto ist ja hier mit der Schilddrüse. Schilddrüse bedeutet Hals. Hals ist eine Engstelle zwischen Kopf und Körper. Kopf ist mehr das männliche Prinzip, der Körper ist das weibliche Prinzip. Und am Übergang vom männlichen zum weiblichen, da hapert es irgendwie. Also die Bedeutung wäre halt einfach, gerade wenn, deswegen ist es ja meistens eine Erkrankung der Frauen, wenn ein Ungleichgewicht zwischen intellektuellen und anderen Tätigkeiten da ist. Und wenn man die Frau vor allem eben, das kann man ja sehr schön gerade bei älteren Ehepaaren dann beobachten, die älteren Männer sind alle dann so leicht vertrottelt und haben so ein verklärtes Grinsen auf dem im Gesicht, ja. Und die Frauen, die sind meistens dann so verbiestert, weil die das ganze Leben gezwungen wurden. Die haben halt ein großes Kind geheiratet, ein verwöhntes großes Kind. Und die mussten dann sozusagen den Laden schmeißen. Die sind Frau und Mann und alles in allem und haben sich das ganze Leben verausgabt, im Gegensatz zu dem alten Blödel halt eben. Und das kann halt im schlimmsten Fall dann tatsächlich zu einer Dekompensation an dieser Engstelle eben führen. Das wäre eben die Geschichte. Sie haben jetzt eben auch noch angesprochen, die Eierstöcke, genau dasselbe. Nicht sehr viele, immer jüngere Frauen haben diese chronischen Ovarialzysten. Das ist das typische Hingabe, nicht, dass dieses weibliche Prinzip gelebt werden kann. Und wenn man das eben zu sehr unterdrückt, weil man halt gezwungen wird in den männlichen Pol, weil man, wie gesagt, ein großes Kind da neben sich hat, dann kann das eben auch diese Energiestörung bedeuten. Also immer wenn die Energie nicht fließen kann, frei fließen kann, auch die Hingabe nicht frei fließen kann, dann gibt es eine Blockade und die materialisiert sich dann in Form irgendeiner tumorösen, einer Überschusserkrankung. Ja, dann hat man noch Endometriose, auch so ein entzündlicher Faktor. Ja, genau. Also das ist auch ein wunderbares Beispiel. Wir werden ja auch immer jünger, die Frauen. Und da gibt es ja diesen berühmten Spruch der Gynäkologen nicht. Also die Frau kann ohne Gebärmutter leben, aber der Gynäkologe nicht. Ja, das wird ja dann immer gleich operiert und so. Also das wäre sinnvoll, da wirklich mehr mal den Hintergründen zu kommen. Und ja, da kommen wir halt auch wieder zu der aktuellen Thematik eben Umbruchzeiten. Müssen erst die Umbrüche außen stattfinden, bis wir anfangen, normal zu werden in unserem eigenen Leben. Und mal wirklich nachgucken, was ist da los? Jetzt Große wissen wir, Fragen. bei Entzündungen ist natürlich dann eben diese vorwiegend Protonen. Und jetzt gerade bei dem Thema Schwefel, was macht der Schwefel in unserem Körper, dass eben genau diese Regulierung oder diese Eigenheilung oder was wird da losgestoßen im Körper? Ja, genau. Also das habe ich ja in einem anderen Interview schon auch mal erklärt. Auch in meinen Büchern ist das genau in den letzten drei Büchern vor allem der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit. Da habe ich ein eigenes Kapitel dann auch warum nur die Natur uns heilen kann. Da habe ich so die biochemischen Grundlagen dargestellt. Und auch dann in diesem Buch Energieschub aus dem Meer, was jetzt neu aufgelegt worden ist. Da ist eigentlich, das sollte eigentlich in jeder Bibliothek sein. Nicht, weil es von mir ist, sondern weil da anhand von vielen Abbildungen und anhand von sehr vielen wissenschaftlichen Studien eine ganz exakte, eine Landkarte ausgebreitet wird. Wie kann ich gesund werden? Selbst wenn ich jetzt krank sein sollte,
Was sind die Parameter, was sind die Eckdaten, damit ich wieder zu einer eigenbestimmten Gesundheit zurückfinden kann? Mhm. Und da ist eben Folgendes zu sagen, gerade der Schwefel, das habe ich ja durch Zufall entdeckt, eben damals durch den frühzeitigen Tod eines der Professoren, die mich unterrichtet hatten vor 50 Jahren, bald oder ja, noch, ja, 50 Jahre etwa. Und da ist es so, dass eben der Schwefel im Intermediärstoffwechsel als Elektronendonator auftritt. Elektronendonator ist ein anderes Wort dafür, dass das Redoxpotenzial gesenkt wird. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Das ist ja der Effekt, wenn wir mal am Meeresstrand barfuß laufen. Nicht, die Erde ist ein Kugelkondensator, da sind unendlich viele Elektronen. Wenn wir barfuß mit feuchten Fußsohlen zum Beispiel am Meeresstrand laufen oder im Wald oder wie das die Kinder machen, dass sie da dauernd barfuß rumspringen, dann werden die ganzen Organe geflutet von unzähligen Elektronen und das hat diesen verjüngenden Effekt. Oder nach einem Gewitter, einem Spaziergang, dann atmen wir diese negativ geladenen Elektronen ein und da fühlt man sich einfach halt wohl oder überhaupt in der Natur. Deswegen sollte man ja auch die Städte verlassen. Die Städte sind ja das genaue Gegenteil von Gesundheit, muss man ja leider sagen. Kommt da der Spruch her, Regen macht schön? Mit absolut, dem? Genau, ja? Natürlich, das ist so, das ist so. Wasser überhaupt. Hat ja schon Pindar, der griechische Schriftsteller Pindar, vor 2.500 Jahren gewusst. To Ariston men Hydor, das Wasser ist das Wichtigste und das Beste. Mhm. Ja, absolut. Also dieses in der Natur mit im Regen wirklich aufhören, sich in diese Städte, in diese Entmenschlichung sozusagen, ja, wieder zurück zur Natur. Ja. Absolut. Und absolut. Wo hat er? Genau. Und da. Ja, genau. Ja, vielleicht ganz kurz nur nochmal. Also und wie gesagt, der Schwefel, der, das war damals so das Original, habe ich ja auch. Wissenschaft ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. Das habe ich da eben aus den Büchern entnommen. Und dann habe ich da weiter geforscht und bin dann langsam darauf gekommen, dass es eben gemeint ist, sind die Elektronen. Und es gibt eben gerade der Schwefel als Therapie, was ja auch heute immer noch sehr viele meiner Anhänger machen, ist nicht ganz unproblematisch, weil natürlich sehr viele Nebenwirkungen, gerade für die Frauen, dieses vulkanische Element Schwefel kann auch sehr viele Nebenwirkungen haben, eben weil die Frau plötzlich entdeckt, wie diese ganzen Konfigurationen zwischen Mann und Frau, wie das genau da missbraucht worden ist, kann sehr problematisch sein. Und deswegen habe ich ja dann in Zusammenarbeit mit der Firma Telomit dieses Schwefelgold entwickelt. Mhm. Da wird dann eben diese antioxidative, also diese Elektronendonator-Funktion herausdestilliert. Und zwar vor allem über die vier wichtigsten Elektronendonatoren, die auch anderweitig bekannt sind. Also Taurin, gibt sehr viele Studien, auch dass es antikanzerös wirkt. Ja, Taurin. Dann eben das Indol-3-Carbinol, das sind eben wichtige, auch ein ganz wichtiger Elektron. Donator, das L-Glutathion, das ist also eine dreifache Aminosäure, Quercetin, was in der Zwiebel in diesen Stoffen vorkommt. Und diese Elektronen, das sind also die vier wichtigsten, stärksten Elektronendonatoren, die bekannt sind, die sind da in einem Kombinationsmittel und damit haben wir die perfekte Elektronen Donatorfunktion, sodass der Körper von innen hier heilen kann. Ja, da fällt mir gerade bei L-Glutathion auch die Leaky Gut-Thematik ein, wo sicherlich der Schwefel auch eine ausschlaggebende Rolle spielt, oder? Ja, oder Cystein. Ich meine, Glutathion, das ist ja eine dreifache Aminosäure, nicht Cystein, Glycein. Und das sind ja auch schwefelhaltige, natürlich, diese Elektronen, aber der Elektronendonatoranteil, das ist das Entscheidende. Schwefel war nur der Repräsentant, was eben die alten Ärzte schon entdeckt hatten, obwohl sie noch gar nichts wussten von Redoxpotenzial. Aber im Intermediärstoffwechsel vor allem, wie wir glauben, hat es eine sehr gute heilsame Wirkung auf den Leaky Gut, also diese durchlässige Darmwand. Die wird wieder geklebt durch diese Elektronen. Das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen hat sich das also sensationell angelassen und vor allem für die Frauen ganz wichtig. Wir haben diese vulkanische Nebenwirkung, die dann in Form von Aggression und bis zur Ehescheidung eben... Ich fand eher auch der Körpergeruch, also auch man hat ja auch diesen fauligen Eiergeschmack, dann, das fand ich eher unangenehm, auch wenn man selber nicht wahrnimmt, aber das Umfeld leider umso mehr. Ja. Und das scheint ja dann in dem Fall auch in der Form nicht mehr so zu sein.
Ist weg, genau. Also diese unangenehme Geruchsbelästigung ist dann weg, absolut, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für die Zuschauer, weil ja, das hält einen ja davon ab, eben über diese Schwefelkur zu machen. Gerade ich habe ganz tolles Feedback von einer guten Freundin, die hat eine Histaminintoleranz gehabt, hat sehr starke Reaktionen gehabt und hat dann eben auch die Schwefelkur gemacht, und das war, also, die hat nur noch ein bisschen am Ohr ein Kitzeln als Reaktion. Und das ist natürlich Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja unheimlich das Leben auch wieder in eine, das ist auch genau der Punkt. Immer wieder wird man als Mensch konfrontiert mit unheilbar, chronisch. Und ich denke mir immer, unser Körper ist nicht dazu gemacht. Und wie, diese Reparaturprozesse, wie schnell die funktionieren, das beeindruckt mich so dermaßen, wenn wir überlegen, wie viele Jahre wir den Körper aktiv geschädigt haben und dass er dann in dieser kurzen Zeit mit diesen kleinen Hilfsmitteln wiederum aus der Natur und nicht aus dem Labor diese Prozesse in der Geschwindigkeit eben bringt, ja. Ja, das ist absolut erstaunlich. Sie haben völlig recht. Also, was Sie eben andeuteten, erstens mal, es ist nicht der Wille Gottes, dass wir krank sind. Mhm. Also Krankheit, wie Sie sagen, ist absolut selber verschuldet. Und das Zweite ist eben die erstaunliche Geschwindigkeit, wenn wir diese Ernährung vor allem, aber auch geistige Ernährung, nicht, dass wir da auch, wir haben ja mindestens drei Körper, den physischen Körper, die Seele und den Geist, die brauchen halt auch gute Nahrung. Also wenn wir natürlich nur dauernd Dreck und Schund in uns hineinsaugen, dann wird natürlich die Seele und der Geist auch irgendwann problematisch krank werden. Und das, was Sie auch eben angesprochen haben, die erstaunliche Geschwindigkeit, mit der dann tatsächlich Heilung selbst bei schwersten Erkrankungen, selbst bei Krebs auftreten kann. Mhm. Es gibt ja die schöne Anekdote da von dem Forscher, der da in der Wüste sich verloren hat und so weiter und war ganz verzweifelt, weil er am Verdursten war. Und dann erzählt er ja in letzter Sekunde, da ist ihm eingefallen, jetzt bete ich mal zu Gott. Mhm. Und da hat er gebetet, ach lieber Gott, da schickt da jemanden, der mich halt hier rettet. Und tatsächlich, dann kam wohl jemand und dann fragt einer von den Zuhörern, ja, hat denn der liebe Gott das Gebet erhört? Und dann antwortet er, nein, das war gar nicht nötig, denn es kam gerade schon eine Karawane um die Ecke und hat mich gerettet. Ja, so ungefähr läuft das hier auch. Ja, also da sieht man, hat man auf jeden Fall den Bezug verloren wieder zu dem Göttlichen, dürfen wir auch mal wieder hinschauen, ja, die Verbindung schaffen. Um die Verbindung zu schaffen, haben Sie ja wirklich bei sich in Paraguay die Möglichkeit, dass auch Menschen kommen, die wirklich verzweifelt sind und sagen, man sagt ja auch oft gern, Heilung findet nie an dem Ort statt, wo man krank geworden ist oder schwerer. Es ist schwerer, definitiv. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man nimmt sich jetzt eine Auszeit bei Ihnen, was haben Sie da für tolle Möglichkeiten geschaffen bei Ihnen? Also Bolivien, ist nicht in Paraguay. Bolivien, ja. Ja, es ist so, also ich habe hier in der Tat 1 Hektar Grundstück, das ist so, habe dann hier auch, bin einer der wenigen mehr oder weniger Eigenversorger. Wir haben eigenes Gemüse, eigenes Obst, das ist ein richtiges kleines Paradies, kann man sagen, wie so eine Art Familienlandsitz nach der Anastasia. Und wir haben da 3 Ferienbungalows und es kommen auch immer wieder Leute aus Deutschland. Natürlich jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte ist ein bisschen schwieriger geworden. Man weiß auch nicht, wie das in der Zukunft aussieht, aber Sie haben völlig recht. Wenn man sich da in einem anderen Ort mal eben für mehrere Wochen aufhält, dann sind tatsächlich auch Wunder möglich. Hm. Weil natürlich nicht nur der körperliche, sondern eben auch der seelische, geistige Anteil therapeutisch günstig beeinflusst werden können. Ja. Ja, haben die Menschen dann auch die Möglichkeit bei Ihnen, sich dann eben auch therapeutisch behandeln zu lassen oder auch beraten zu lassen, dass man dieses Ganzheitliche dann? Ja, natürlich. Ja, genau dasselbe, was ich in Deutschland mache, wenn ich jetzt im Dezember und Januar wieder in Deutschland bin, werde ich das auch anbieten, eben dieses Gesundheitscoaching mit dunkelfeldmikroskopischer Blutuntersuchung. Da kann man schon ziemlich genau abschätzen, in welche Richtung die Gesundheit sich bewegt, was man ändern sollte. Und dasselbe mache ich auch hier in Bolivien. Mhm. Und auch Kolonhydrotherapien, also die Darmreinigung, macht eine Krankenschwester hier. Und das sind so im Wesentlichen die Dinge, die wir hier anbieten. Mhm.
macht die Kolonhydrotherapie, machen Sie die mit Wasser oder mit vielleicht auch Anteil Schwefel oder irgendwas? Wird Nein, es nein, mit Wasser, mit Wasser, ganz einfaches normal Wasser. mit Ja, Wasser? natürlich. Okay. Ja, bei der Schwefelkur gibt es da noch Dinge zu beachten oder Ergänzungen, die auch Sinn machen, gerade wenn man Entzündungen hat oder Ja, natürlich. Wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und das ist ein ganz großes Problem. Die Leute meinen, wir könnten jetzt hier leben, wie wir wollen. Wir müssen nur irgendein Zaubermittel zuführen. Und das ist natürlich ein Irrtum. Also wir sollten schon die Ernährung, zumindest die gröbsten Dinge meiden. Und also zum Beispiel, dass jetzt Zucker nicht gerade gesund ist, das hat sich ja schon, glaube ich, rumgesprochen. Und auch eine Reihe von anderen Dingen, Schlaf-Wach-Rhythmus und solche Dinge. Also wir sollten uns schon wieder ein bisschen darauf besinnen, was uns die Alten gelehrt haben. Nicht, wenn wir an unsere Großmütter denken, nicht vor Mitternachtsschlaf und solche Dinge. Also da ist eine ganze Reihe von Maßnahmen, über die ich dann natürlich auch in dem Coaching aufkläre, die Menschen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um auf die Schwefelkur nochmal zurückzukommen. Das war ja der auch schon nach dem Zeugnis der alten Ärzte, das Hauptproblem, dass da so viele Nebenwirkungen aufgetreten sind, die dann eine Limitierung eben, gerade bei Frauen eben, eine Limitierung dann auslösen. Und das war auch ja für mich die Triebfeder, dass wir dann über Jahre hinweg experimentiert haben, was für Komponenten haben eine günstige Wirkung, eine rasche Wirkung, dass die Menschen sich besser fühlen. Und das, was Sie ja angesprochen haben, diese unangenehmen Geruchsentwicklungen, man schwitzt das über die Haut aus oder wenn man an Stuhlgang denkt, da muss man ja ein eigenes Haus im Wald erstmal sich verziehen. Dieser Schwefelwasserstoff ist also schon ganz schlimm. Und das ist eben der entscheidende Vorteil jetzt von diesem Schwefelgold, dass tatsächlich diese unangenehmen Nebenwirkungen, die uns ja sozial total ausgrenzen, dass diese unangenehmen negativen Probleme eben weg sind. Ganz abgesehen auch von den seelischen Problemen, nicht diese Knatschigkeit und so weiter. Wie Und dann erklärt natürlich sich auch. das? Wie wirkt das Schwefelgold auf die Psyche? In welcher Form? Liegt es an den Darmbakterien oder an... Absolut, genau, das sind die Darmbakterien. Wir haben ja im Darm etwa 100-mal so viele Lebewesen, als der ganze menschliche Körper Zellen hat. Da kann man sich schon mal vorstellen, wer von uns beiden der Stärkere ist. Es ist eben tatsächlich der Darminhalt. Der Darminhalt entscheidet über Gesundheit und Krankheit. Das muss man mal ganz klar sehen. Und das ist ja auch das Problem bei diesen ganzen Nachahmern, dass sie eben falsche Anleitungen auch im Internet dann verbreiten. Und manchmal, das hat mich schon wirklich belastet auch, ja. Die Leute, die hören dann auf diese falschen Propheten, werden dann richtig krank und dann kommen sie immer zu mir. Also manchmal habe ich wirklich die Hälfte meines Tages nur mit Antworten von völlig unbekannten Leuten, die halt irgendeinem Rattenfänger hinterhergelaufen sind. Und deswegen, also wenn jemand das macht, dann sollte er sich eher beim Schmidt und nicht beim Schmidtchen informieren. Man muss es mal einfach so, nee, man muss es mal wirklich so deutlich sagen. Und ich bin also schon ein bisschen entsetzt, wie viele Leute selbsternannte Gurus sind. Auch in Rumänien, da gibt es eine ganz bekannte Frau. Es gibt solche Trittbrettfahrer, die dann eben sich mit fremden Federn schmücken, ohne auch eine substanzierte Ahnung zu haben. Und das ist einfach nicht gut. Auf die Art und Weise, auf die Bakterienstämme, wenn wir jetzt gerade auch sehen, wir haben jetzt gerade viel Thema Ängste, Depressionen, vielleicht auch Alkoholsucht oder Drogenabhängigkeit. Das ist ja auch ein ganz spannender Zusammenhang, was sich da mit dem Darmmilieu verändern kann. Können Ja, Sie da mal so ein unglaublich. paar... Also ich habe ja leider jetzt nicht mehr diese ganzen schönen Seminare, die ich da gegeben habe. Ich habe da unendlich viel Datenmaterial zusammengetragen. Also wissenschaftliches Datenmaterial, also nicht Einzelbeobachtung. Das ist ja das Problem. Die meisten von uns, wir haben halt da vielleicht 10, 20, 50 Patienten gesehen. Aber es gibt also wirklich große Studien, Sie haben das eben schon erwähnt, bis hin zu Alkoholismus. Das ist eine Dysbalance im Darm. Da sind diese etwa ja, mehrere tausend verschiedene Mikroorganismen, die da im Wettbewerb miteinander, aber auch in Kooperation miteinander stehen. Und wenn da die falschen Mikroorganismen sich einnisten, dann entstehen Panikattacken, dann entsteht Alkoholismus, dann entsteht Schizophrenie. Das muss man sich mal überlegen. Es ist unfassbar,
wie stark wir manipuliert werden von unseren Mitbewohnern, Einwohnern in unserem Darm. Das ist also unfassbar, weil wir denken, ich bin hier der Herr im Hause. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir einen verlotterten Darm haben, dann sind wir verloren. Das geht hin bis zur verminderten Intelligenz. Es gibt Mikroorganismen, die das Gehirn zerfressen. Es ist wirklich so. Schlimmerweise kann man auch nachweisen, gibt es auch Studien darüber, die, das kann dann durch Küssen übertragen werden. Also passen Sie auf, wen Sie küssen, das geht Sie ja, das war jetzt auf jeden Fall mal ein wertvoller Tipp. Ja, denke ich doch, oder? Ja, und aber ich könnte. Allein dafür dann, hat sich schon gelohnt anzuschauen. Ja, falls man dann doch mal den falschen Frosch geküsst hat, könnte man das aber über den Schwefel wieder ausbalancieren. Genau. Das ist ja der Witz, dass wir ein mit diesem Schwefelgold haben wir ein einmaliges Instrument in der Hand, um eben solche Scharten wieder auszuwetzen. Mhm. Das ist ja der Witz. Und zwar können wir damit viel schneller diesen Fehlgriff sozusagen wieder wettmachen, als wenn wir nur auf eine gesunde Ernährung setzen. Das ist wie ein Turbolader. Das ist das, was ich halt beobachten konnte. Ja. Wenn man sich da jetzt weiter informieren möchte, haben Sie da eine Webseite? Ja, natürlich. Und zwar über Telomete haben wir eine ganz neue Webseite aufgebaut mit einem eigenen Blog, mit sehr vielen Artikeln, auch wissenschaftlichen Kurzartikeln über verschiedene Themen, zum Beispiel eben über die Darmgesundheit, zum Beispiel eine hochspannende Geschichte. Sie wissen ja, dass ja über Jahre hinweg die Schulmedizin, die Schulwissenschaft behauptet hat, eben Krebs zum Beispiel hat nichts mit irgendwelchen Verschlackungen zu tun, sondern das ist eine genetische Fehlprogrammierung. Je älter wir werden, da gibt es dann halt Lesefehler, Multiplikationsfehler. Und jetzt hat ein amerikanischer Krebsforscher, ein ganz bekannter Krebsforscher in New York, eben festgestellt, nein, es sind tatsächlich diese Stoffwechselentgleisungen durch Fehlernährung. Und eine hat er ganz konkret untersucht, diese sogenannte Methylmalonsäure. Wenn wir einen Vitamin B12-Mangel haben, dann kann es zu einem Überschuss an Methylmalonsäure kommen. Und wenn dieser Methylmalonsäure-Überschuss entsteht als Schlacken, dann kann Krebs darauf aufbauen. Ah. Also hochdramatisch. Jetzt im August diesen Jahres, August 2020, hat er diese Studie veröffentlicht in Nature. Das ist eines der bedeutendsten Fachmagazine weltweit. Also ich habe mich ja halb kaputt gelacht, weil wir über Jahrzehnte gekämpft haben. Also die Naturheilkunde kämpft seit Jahrzehnten mit diesem Konzept der Verschlackungen und dass man müsse entgiften. Mhm. Und die Schulmedizin hat ja immer gesagt, es gibt keine Verschlackung, ja. Es gibt keine Gifte. Und jetzt kommt da von prominentester Stelle einer der führenden, weltweit führenden Onkologen hat dann eben jetzt plötzlich die Methylmalonsäure, wovon wir schon seit Jahrzehnten reden. Deswegen haben wir ja auch dieses neue Vitamin B12-Präparat in einer ausgewogenen Mischung mit anderen Vitaminen, auch der B-Komplexgruppe, auf den Markt gebracht. Und jetzt kommt also von allerhöchster Stelle sozusagen der Segen Urbi et Orbi. Jawohl, es gibt doch Schlacken. Und alles das haben wir in diesem, von der Firma Telomit wird das betrieben, dieser Blog und auch diese ganze wissenschaftliche Umfeld sozusagen wird da bearbeitet. Also ein ganz hoch wissenschaftliches und hochverdienstvolles eben als Mehrwert sozusagen, dass hier also ethisch auch den Menschen mit Rat und Tat zur Seite gestanden wird. Super. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Probst. Und ich wünsche Ihnen noch eine ganz tolle Zeit. Ich freue mich natürlich, wenn Sie nach Deutschland kommen, wieder im Dezember, Januar. Die Menschen freuen sich sicherlich auch. Da sind immer sehr viele Schlangen vor Ihrer Tür. Sind alle immer sehr begeistert. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Bis dann. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist immer wieder spannend, mit Dr. Probst sprechen zu dürfen. Und es sind immer wieder neue, wichtige Themen dabei, die uns doch helfen, wieder in unsere Gesundheit zurückzukommen. Ich hoffe, Sie konnten auch für sich was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.